Auf ihrer nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag dürfte die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen senken, zum ersten Mal, und zwar um 25 Basispunkte. Alles andere wäre eine riesige Überraschung, denn EZB-Präsidentin Lagarde hatte ja schon auf der letzten Pressekonferenz faktisch einen Zinsschritt für Anfang Juni angekündigt. Die vielen Tauben im EZB-Rat könnten die Gunst der Stunde nutzen und bereits für Juli dann eine zweite Zinssenkung ins Gespräch bringen und auch durchdrücken. Das ist nicht völlig ausgeschlossen, sofern die kommenden beiden Inflationsdaten ungewöhnlich niedrig ausfallen würden. Aber viele EZB-Ratsmitglieder, darunter auch Tauben, haben deutlich gemacht, dass sie einen vorsichtigen Ansatz wünschen, was die weitere Zinspolitik anbelangt. Also wir erwarten nicht, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen dann auf der Juli-Sitzung erneut senken wird. Auch für die Zeit nach Juli präferieren die meisten EZB-Ratsmitglieder einen graduellen Ansatz. Und das spricht dafür, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen nur einmal im Quartal senkt. Und zwar immer dann, wenn sie neue Inflationsprognosen, neue Konjunkturprognosen prognostiziert. Wir erwarten weiter 4 Zinssenkungen in den kommenden Quartalen, sodass der Einlagensatz der EZB von gegenwärtig 4,0% bis zum ersten Quartal nächsten Jahres dann auf 3,0% fallen würde. Anfang des Jahres, da hatten die Terminmärkte noch mit viel mehr Zinssenkungen gerechnet durch die EZB als wir. Mittlerweile haben die Märkte ihre Zinssenkungserwartung deutlich zurückgenommen, liegen nahe an unserer EZB-Leitzinsprognose. Das hat auch damit was zu tun, dass die konjunkturellen Frühindikatoren mittlerweile angezogen sind, eine konjunkturelle Erholung erwarten lassen im weiteren Verlauf des Jahres. Und eine bessere Konjunktur heißt ja auch, dass die Unternehmen mehr Preissetzungsmacht haben und damit auch steigende Inflationsrisiken.